Ich war letzte Woche im Urlaub und durfte von Mallorca aus die WWDC 2021 mir anschauen. Und ich hatte Zeit, weil ich mir das erste Mal angeschaut hatte, muss ich sagen, war ich doch ein bisschen enttäuscht. Es war nicht so das große Big Thing dabei, worauf man immer wartet. Aber ich habe dann die Zeit gefunden, nämlich mir die gesamten Sachen auf der amerikanischen Homepage mal anzuschauen. Und da steckt eigentlich dann die Musik drin, weil viele Sachen, die auf der Keynote gar nicht erwähnt wurden, findet man dort. Und den Link dazu packe ich hier auch nochmal unter das Video. Ja, ich habe mir so Notizen hier gemacht. Es ist wahrscheinlich sehr, sehr subjektiv und es sind halt die Sachen, die mir herausgestochen sind, warum die neuen Betriebssysteme mir besonders viel Spaß machen werden, glaube ich. Vielleicht sind da auch so ein paar Sachen dabei, die dir noch gar nicht so bewusst sind. Also es bleibt interessant. Viel Spaß bei diesem Video. Los geht's. Siri geht offline. Also zukünftig wird Siri hier auf dem iPhone auch unabhängig der Netzabdeckung laufen. Dadurch wird Siri schneller und sie wird zukünftig auch den Anfragekontext verstehen. Dann wird sie auch noch über die Zeit schlauer, weil die Anfragen weiterhin auf dem Gerät nur verarbeitet werden. Und eine Sache in Bezug auf Smart Home Geräte war auch besonders interessant. Man kann dann zukünftig zum Beispiel sagen, mach die Lichter aus um 18 Uhr. Und wenn du halt zu Hause ein Gerät hast, wird dann entsprechend der Befehl um 18 Uhr ausgelöst und dann gehen die Lichter aus. Also das sind so ein paar Vorteile, die mit Siri jetzt kommen werden. Und gerade diese Offline-Funktionalität, ich finde es richtig geil. Also da habe ich Bock drauf, dass das auf jeden Fall zukünftig besser wird. Wenn man mal kein Netz hat, dann funktioniert Siri trotzdem. Dann geht es weiter mit macOS. Die neue Version heißt Monterey. Und Monterey wird einen Low-Power-Mode bekommen. Also ich habe hier auch das neue MacBook Air mit dem M1-Chip. Das läuft eh schon super, super lange. Das kriegt jetzt zusätzlich noch einen Low-Power-Mode. Ich habe noch ein Video gesehen von Zone of Tech, von dem Daniel. Ich verlinke das mal hier oben. Da spricht er davon, dass eventuell das MacBook 30 Stunden laufen würde. Das wäre natürlich der Kracher schlechthin. Ich glaube es nicht, weil ansonsten hätten sie es wahrscheinlich auch erwähnt auf der Keynote. Aber was gibt es noch? AirPlay to Mac. Das heißt, ich könnte zukünftig mit dem neuen Betriebssystem macOS und Monterey und meinem iPhone, ich kann hier drauf eine Keynote haben oder Musik oder irgendetwas und könnte das einfach über AirPlay auf das MacBook schicken. Gerade Präsentationen könnten durchaus in bestimmten Settings interessant sein, weil wenn ich hier eine Keynote drauf habe oder eine PowerPoint-Präsentation und ich gehe in den Präsentationsmodus und ich stelle das MacBook vielleicht hier zu dem Kunden. Und je nachdem, was das für eine Situation ist, kann es natürlich sein, ich stehe vor dem Kunden und habe nur mein Handy dabei und schickt es dann auf das MacBook und der Kunde sitzt davor, sieht mich sprechen und sieht den Content hier auf dem entsprechenden Bildschirm, kann das natürlich so gerade bei sehr kleinen Präsentationen vor Ort beim Kunden durchaus eine interessante Sache sein. Also AirPlay to Mac. Dann wird endlich muss man sagen, wird man die gespeicherten Passwörter zu den WLANs oder zu den Online-Seiten, auf denen man des Shops etc., wird man endlich in den Einstellungen auch einsehen können. Auf iOS ging das schon lange, auf dem Mac leider nicht. Das wird jetzt kommen und das ist auch eine richtig tolle Sache. Es wird bei FaceTime SharePlay kommen. Das heißt, ich kann nicht nur Musik und Filme gemeinsam gucken, das wurde da so groß promotet. Ich weiß auch genau warum, weil natürlich in der Corona-Zeit viele Leute dann vorm Fernseher hängen, Musik hören und das dann auch getrennt von Freunden und Verwandten dann gemeinsam machen wollen. Aber viel spannender fand ich die Geschichte, dass man bei Videoanrufen dann jetzt auch seinen Bildschirminhalt teilen kann. Und das ist gerade etwas, was auch im produktiven Umfeld im Einsatz wieder mit Kunden Spaß machen kann. Und natürlich auch, wenn man
Eltern hat, die schon älter sind, wenn man denen mal etwas zeigen will, wie etwas auf dem iPad, auf dem Mac oder auf dem iPhone funktioniert, dann wird darüber, über FaceTime, das viel einfacher sein, um einfach solche Sachen zu erklären. Ja, und dann kam natürlich noch der richtig große Brocken und das war Universal Control. Also habe ich nicht mit gerechnet, dass sowas kommt, weil wir ja schon Sidecar hatten, wo ich den Bildschirminhalt von meinem MacBook erweitern konnte auf das iPad, was daneben stand. Jetzt haben sie es noch ein Stück weit einfacher gemacht, nämlich ich kann das iPad neben das MacBook stellen und dann mit dem Mauszeiger rüberziehen, so dass ich dann mit der Maus und der Tastatur des MacBook das iPad bedienen kann und das iPad wirklich in den Apps, zum Beispiel in Dateien, in Fotos und auch diese Fotos zum Beispiel dann rüberziehen kann wieder auf das MacBook. Ist eine richtig geile Sache, ist aber auch, wenn man ehrlicherweise, muss man ehrlicherweise sagen, nicht ganz neu. Logitech, ich habe mir mal, was ist das jetzt, vor 2 Jahren eine Maus gekauft. Die Logitech-Maus hat das schon angeboten. Man musste eine externe Software, also von Logitech, installieren. Und man konnte dann zwischen Windows- und Apple-Geräten auch Sachen hin und her ziehen. Finde ich richtig geil, dass das Apple jetzt macht. Und ich bin mal gespannt, wie das in der Praxis funktioniert. Jetzt komme ich zum Betriebssystem für das iPhone, iOS 15. Da habe ich mir tatsächlich nicht viel notiert. Alles, was dort präsentiert wurde, das war so ein bisschen auf das Ganze, auf vieles auf iMessage ausgelegt. Ich weiß nicht, in Deutschland haben wir, glaube ich, einen Marktanteil von Apple-Geräten von 20% oder sowas. Oder 15%. In Amerika ist es deutlich anders. Da ist es über 50%, vielleicht sogar 60% der Leute nutzen ein iPhone. Und da ist iMessage natürlich der Messenger schlechthin. In Deutschland ist es WhatsApp. Von daher interessiert es so nachrangig. Aber iMessage wurde deutlich aufgewertet. FaceTime-Calls, hatte ich gerade schon gesagt, wurden deutlich aufgewertet. Es wird auch eine wirklich sehr interessante Sache kommen, nämlich dass FaceTime-Gespräche auch mit anderen Teilnehmern möglich sind, die kein iOS-Gerät oder Apple-Gerät haben. Da wird man dann also wie zum Beispiel auch bei Teams einfach einen Link schicken können und derjenige, der ein Android-Gerät hat oder ein Windows-Laptop, der kann dann einfach über den Browser dann an so einem FaceTime-Call teilnehmen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier besonders rein wird. Das zieht sich ja auch wieder durch die sämtlichen Betriebssysteme. Aber ich habe mir noch aufgeschrieben, Live-Text in Fotos. Das ist natürlich etwas, was dann hier auch auf dem Gerät selber funktionieren wird. Also das iOS wird dann das Foto, was man gemacht hat, zum Beispiel von einem Whiteboard auslesen und man kann dann nachher den Text oder Telefonnummern direkt antippen, rauskopieren und wie getippten Text benutzen und in weiterverarbeiten. Ja, und das, was mich halt auch besonders interessiert, war dann Safari. Bei Safari wird einiges passieren, das wird sich auch wieder komplett über die Betriebssysteme durchziehen. Bei iOS auf dem iPhone hier, da wird einiges passieren, nämlich das Suchfeld, die Tabbar, die wird nach unten wandern. Das hat den charmanten Effekt, dass man hier wirklich dann auch mit dem Daumen direkt auf dem Gerät schnell was eintippen kann. Ansonsten musste man erst mit der Hand umgreifen, nach oben tippen und dann was eintippen. Das wird jetzt alles mehr Richtung Einhandbedienung möglich sein. Fand ich ganz spannend. Und man wird auch mit dem Daumen dann einfach durch die Tabs durchwischen können. Also da wird auf jeden Fall mehr Nutzerfreundlichkeit möglich. Und dann natürlich das große Thema Tab Groups. Da haben sie auch sehr viel Zeit investiert. Also, wenn man jetzt hier recherchiert, auf dem Mac oder auf dem iPhone, dann wird man häufig dazu kommen, dass man verschiedenste Tabs auf hat zu dem gleichen Thema. Und genau das ist wirklich eine interessante Geschichte, dass man die mit relativ wenigen Klicks zu einer Gruppe zusammenfassen kann, ähnlich wie einem Lesezeichen, und das dann abspeichern kann, so dass man zu den Sachen, die man recherchiert hat, schnell die Sachen alle wieder aufmachen kann.
und sehen kann, was man recherchiert hat. Das wird auch eine interessante Sache. Dann gibt es noch so ein paar Neuigkeiten zu den AirPods. Also da haben sie eine Funktion gezeigt, die nennt sich Conversation Boost. Da wird also der Fokus der AirPods wirklich auf Sprache gelegt, so dass Leute, die vielleicht eine leichte Hör-, leicht schwerhörig sind, dann Konversationen besser folgen können. Es könnte aber auch so etwas sein, wo man im Restaurant, wenn man dann wieder zusammensitzt, den Gesprächen fremder Menschen zuhören kann. Da bin ich ja auch mal wirklich sehr gespannt. Und die AirPods kann man zukünftig über die Find My App auch finden. Bedeutet letztendlich, dass die AirPods dann so wie AirTags werden. AirTags werden damit so ein bisschen überflüssig und ich habe mir direkt mal angeschaut, es gibt auch für die AirPods schöne Cases, die man als Schlüsselanhänger benutzen kann. Damit könnte ich mir dann also auch AirTags sparen und so ein AirPods Case an den Schlüsselbund machen. Sollte ich den Schlüsselbund verlieren mit den AirPods zusammen, könnte ich den zumindest über die Find My App dann wiederfinden. Also super Geschichte, finde ich richtig gut, bin ich gespannt, also AirPods und was sie da machen, auf jeden Fall Daumen nach oben, da passiert einiges. Ja, dann habe ich noch vorhin schon gesagt, hier WatchOS mit Apple Health, da wird einiges passieren und diese Geatmen-App, die wird nicht verschwinden, die werden sie weiter ausbauen. Dann soll es Voice-Feedback für Workouts geben. Kann sein, dass das cool wird. Kann auch sein, dass das in Deutschland gar nicht kommt. Die Fitness Plus App, die es in den USA gibt, die gibt es ja auch in Deutschland nicht. Und ja, Timer. Ich arbeite auf meiner Apple Watch hier viel mit Timern. Leider ging bisher immer nur ein Timer und jetzt zukünftig werden auch multiple Timer möglich. Finde ich ganz praktisch, weil dann kann man das gerade auch beim Kochen ganz gut benutzen. Und es wird eine neue Texteingabemöglichkeit geben. Das soll anscheinend besser werden. Ich finde es deswegen ganz interessant, weil ich immer noch mit dem Gedanken spiele, die nächste Apple Watch zu kaufen und dann auch einen Mobilfunktarif dafür abzuschließen. Und dann auch mal auszuprobieren, wirklich auf das iPhone zu verzichten und mal wirklich nur über die Uhr verbunden zu sein mit dem Internet. Naja, mit der neuen Texteingabe wird da vielleicht das noch eher möglich werden. Vorletzter Punkt, iCloud Plus. iCloud, ich habe selber so einen kleinen iCloud-Account mit 99 Cent für 50 GB im Monat. Und alle iCloud-Accounts, die momentan jetzt eh schon bezahlt werden, die werden zukünftig als in iCloud Plus umbenannt. Und da kommt eine ganze Menge Sicherheit mit rein. Das fand ich interessant. Eine Funktion war, die hieß Relay. Damit wird es halt möglich, wirklich anonym im Web zu surfen. Man muss sich das so vorstellen, dass die Anfragen zwischengeschaltet werden über ein VPN bei Apple und dann noch über ein Internetanbieter weitergegeben werden. Unterm Strich weiß Apple nicht, was du als Kunde suchst und der Website-Anbieter weiß nicht, welcher Kunde dort dann nachher auf die Website zugreift. Also das wird zumindest hochgradig anonym und ich glaube, Google und Facebook finden das gar nicht so richtig lustig. Gerade wenn man sich zum Beispiel auf irgendwelchen Webshops anmeldet und nicht so richtig weiß, soll ich da meine E-Mail-Adresse hinterlassen, da wird es zukünftig deutlich einfacher, nämlich mit solchen sogenannten Wegwerfadressen. Das heißt, das iPhone generiert dann oder das MacBook generiert dann so eine Wegwerf-E-Mail-Adresse, die nichtssagend ist. Und wenn die gehackt wird, dann kann ich das einfach ändern und ist egal, ich habe halt nicht wirklich meine E-Mail-Adresse herausgerückt. Mit iCloud passiert auch einiges, wenn ich dann im Herbst, im September vielleicht ein neues iPhone kaufe. Und ja, viele haben ja auch gar keinen MacBook oder irgendwie einen anderen Rechner mehr, sondern das ist das einzige Gerät. Dann möchte ich ja diese Sachen von dem Gerät wieder auf das neue Gerät übertragen. Da wird Apple es dann möglich machen, bis zu 3 Wochen sämtliche Sachen von dem alten Gerät in die iCloud zu laden und dann auf das neue Gerät zu übertragen. Das wird auch kostenlos sein, dieses Backup in der iCloud. Ja, und dann haben sie auch etwas gemacht, was ungewöhnlich ist für Apple.
Nämlich, sie werden zukünftig die iCloud-Passwörter, die man speichert, dafür wird es eine Erweiterung geben für den Microsoft Edge-Browser. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein iPhone habe, da jetzt meine ganzen Passwörter verwalte und das alles auch in iCloud ist, dann werde ich zukünftig, wenn ich im Web surfe mit einem Windows-Laptop, da auch drauf zugreifen können. Das geht richtig in die richtige Richtung und man muss ja auch sagen, der Edge-Browser ist ja mittlerweile basierend auf dem Chromium-Paket. Das heißt, unterm Strich ist es halt ein bisschen eine andere Optik, die Microsoft da drüber legt, aber die Technik, die dahinter steckt, ist ja Chrome. Und von daher wird das auf jeden Fall auch eine interessante Sache sein. Und es wird auch eine Passwörter-App für Windows geben. Also da in der Richtung passiert eine ganze Menge und mehr Sicherheit im gesamten Apple-Kosmos. So, kommen wir zum Schluss. Es ist mittlerweile ja auch dunkel geworden. iPadOS. Ja, es wird ein neues Multitasking geben. Wird auch nötig, weil ich habe zwar das große iPad Pro, aber Multitasking mache ich damit nicht so wirklich. Sah alles gut aus. Ich will da auch gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, ich muss es erstmal in der Praxis ausprobieren, um mir da wirklich eine Meinung zuzubilden. Was ich besonders interessant war, das haben sie auch gar nicht vorgestellt, das habe ich dann auch wirklich nur auf der Homepage gefunden. Das ist der Umgang mit Notes. Und zukünftig werden halt Quick Notes da sein, die man überall wieder auf dem Betriebssystem, auf macOS und auf iPadOS wiederfindet. Das ist eine schöne Sache. Aber sie werden endlich es möglich machen, dass man in Bildern zeichnen kann. Das heißt, ich werde zukünftig in der Notes-App wirklich auch Bilder reinbringen können und auf den Bildern zeichnen können. Das, für sowas hatte ich bisher immer Notability auf dem iPad und ich bin mal gespannt. Also hier an der Stelle Shoutout an Tom Solid von Paperless Movement. Der wird sich wahrscheinlich auch auf dieses Thema stürzen und da ein Video zu machen. Also das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Genauso wie es möglich sein wird, dann über Copy-Paste Text in handgeschriebenen Notizen so zu behandeln, im Endeffekt wie getippten Text. Da kommt dann wieder wahrscheinlich das zum Tragen, was schon mit dem Live-Text in Fotos passiert. Außerdem soll der handgeschriebene Text mit dem Stift besser auswählbar werden. Also gerade für jemanden, der mit dem iPad viele Notizen macht, spannende Neuigkeiten mit iPadOS 15. Ja, dann machen sie natürlich auch endlich mal die Widgets aufs iPad. Das hätten sie eigentlich letzte Mal schon machen können. Warum sie da jetzt so lange gewartet haben bei Apple, keine Ahnung. Aber es wird kommen. Und Swift Playgrounds. Programmieren auf dem iPad wird endlich möglich. Ich werde wahrscheinlich in meinem Leben kein Programmierer mehr werden. Aber zumindest zum Ausprobieren und mal gucken, was geht. Wird das auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Das iPad wird also jetzt eine richtige Programmiermaschine. Das ist auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung. Kurzes Fazit. Ja, Keynote. Ich verlinke sie auch noch mal hier oben. Keynote war nicht so besonders spannend, aber das, was dahinter war, hat es in sich. Und es sind halt wirklich viele, viele Kleinigkeiten, die jetzt dazukommen, die es nochmal deutlich die ganzen Geräte verbessern werden, die es aufwerten werden. Viele Sachen, die man sich vorher gewünscht hat, die möglich sind, werden jetzt kommen. Ich fand das Spannendste, die Neuigkeit war wahrscheinlich Universal Control. Ich glaube, da gibt es ein Video von Dieter Bohn von CNET oder Verge. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, welche Seite es war. Habe ich kürzlich gesehen. Wenn ich es wieder finde, ich verlinke das dann auch hier oben. Der hat es auch noch mal ganz gut beschrieben. Also das ist sicherlich ein Kracher. Der wäre so nicht möglich gewesen mit den Vorarbeiten aus anderen Generationen jetzt. Und es wird auf jeden Fall deutlich der Fokus Richtung Sicherheit und Privatsphäre gelegt. Das ist halt auch genau das richtige Thema für Apple, weil sie halt kein Geschäftsmodell mit Daten haben. Da zeigt sich einfach, dass es halt einen Unterschied macht, ob ich Facebook, Google oder Google heiße oder Microsoft und schon auch mit den Daten versuche Geld zu verdienen oder bei Apple einfach über die Geräte und die Services die Einnahmen generiere. Ja.
Bin mal gespannt. Irgendwann im Juli soll die Public Beta starten. Da werde ich wahrscheinlich drauf upgraden und mal die ersten Erfahrungen sammeln. Aus den letzten Jahren weiß ich nur, dass gerade so ein paar Apps am Anfang nicht funktionieren werden. Da muss ich mal gucken, welches Gerät ich dann als erstes mal auf eine Public Beta bringe, weil so ein paar Geräte mit den Apps müssen funktionieren. Gerade so Banking-Apps sind natürlich extrem ärgerlich, wenn die mit dem neuen System in der Beta noch nicht funktionieren. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass doch gerne mal einen Daumen nach oben und gerne auch ein Abo. Da gibt es hier unten einen Knopf und da einfach mal draufklicken. Ansonsten bei Fragen zu dem Thema einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde auf jeden Kommentar antworten, versprochen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.